Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist wieder soweit nach Ewigkeiten. Ich weiß gerade gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Sketchbook-Tour gemacht habe, aber das Monster ist fertig. Wenn auch schon länger, ehrlich gesagt. Aber dadurch, dass ich jetzt auch ein paar Conventions ausgestellt habe, was halt LBM wusstet ihr. Ich hatte jetzt noch Hanami Ende Mai. Und genau einen Monat später haben wir ja Dokumi. Und morgen fahre ich weg, deswegen nehme ich das jetzt noch schnell auf und ich hoffe, ich rede nicht zu gerusht. Jedenfalls, ich war ein bisschen beschäftigt, drücken wir es mal so aus. Und ich bin ganz froh, dass ich das noch als Puffer-Video habe, weil dann kann ich bisher meinen einen Monat pro Video-Strike halten. Nächsten Monat kommt dann Dokumi-Vlog. Und danach habe ich keine Ahnung. Irgendwas finde ich schon, hoffe ich, denke ich. Anyway. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal das Monster durch. Wer meine komischen Streamies guckt, kennt eigentlich gefühlt jedes Bild, weil ich die meistens immer im Stream mache, weil ich selten jetzt noch Zeit habe, außerhalb was zu machen. Hassliebe. Aber ansonsten, wenn ihr sie noch nicht kennt, besucht gerne meine Infobox. Und ansonsten, wenn ihr auf der Dokumi seid. Ich bin in Halle 3, Stand 3K78. Es wäre mir eine große Ehre, wenn Sie vorbeischauen mögen. Und wenn nicht, hoffe ich, habt ihr ein wunderschönes Wochenende. Ich bin sehr aufgeregt. Es ist viel zu viel anderes passiert, aber das kommt dann in irgendeinem anderen Video. Erstmal habe ich noch ein paar Sachen zu organisieren. Okay. Let's go. Also, wir haben hier zuerst sehr viele wunderschöne Sticker. Diese ganze Hummel-Area haben wir Akira zu verdanken. Außerhalb von Twitch wird leider niemandem der Name was sagen und die Isha hat sich jetzt auch seit Monaten nicht mehr gemeldet. Das ist eigentlich mein Ding, aber jetzt macht sie mich nach. Ist okay. Das ist auch von ihr diese wunderschöne Handschrift. So richtig schön streberhaft. Anyway. Das hatte ich mal selber gekauft bei den Ständen und das auch. Die habe ich geschenkt bekommen, weil das sind ganz viele süße kleine Birdies. Vor allen Dingen halt Eulen. Und ja, die sind alle wunderschön. Und der hier hat sogar, wie Sie sehen, Holo-Effekt. Ich dachte, das wäre so ein guter Einstieg, ne? Aber jetzt, es ist übrigens immer noch Leuchtturm. Also für alle Leute, die sich immer fragen, mit was ich hier so rumpansche, es ist immer Leuchtturm. Es ist bisher das einzige Skizzenbuch, was meinen Wünschen standhält. Dann haben wir hier das erste Bild mit Sina und Jake. Jake ist ein Merman. Keine Maid, sondern ein Merman. Und sie gehören beide der Close Spezies namens Yangshuo an. Yangshuo. Das, nee, warte, die sind jetzt Open Spezies. Die Ork hat gesagt, sie hat keine Zeit mehr, aber an sich lebt die Rasse immer noch, aber von Close ist sie jetzt Open. So war der Schuh. Und jedenfalls, sie war irgendwie random da nachts bei dem See und der planscht da halt immer rum, weil er da lebt. Und ich dachte mir so, das ist ein kleines, cutes Bild, ein guter Anfang. Ich finde es auch immer noch schön. Ich habe das jetzt als A4-Puzzle mal ausprobiert, mal sehen, wie es ankommt. Und ich habe es auch als Posterdruck. Aber Poster gehen gefühlt gar nicht weg. Ich ärgere mich so ein bisschen darüber. Weil Illus sind halt meine Stärken und das ist am besten auf Poster, aber muss ich eher das komplizierte Zeug machen. Naja. Dann haben wir meine erste aus Versehen A3 Illu. Also, passt auf. Der Plan war folgendes. Ich wollte diese beiden Deppen einfach nur zusammen auf dem Bild haben, dann so ein bisschen Untergrund, dass sie nicht random im Freien stehen. Aber ihr Zopf war so abgeschnitten und dann musste ich den zu Ende zeichnen. Und dann war ich so, naja, ich habe jetzt einmal auf der Seite angefangen, ne? Also das kann ich ja nicht so allein stehen lassen. Und dann wurden es halt 4 Leute und dann hatte ich die fertig und dann gucke ich so auf das Blatt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das ist alles hinten weiß. Und dann war ich so, nein. Das ist langweilig. Das akzeptiere ich nicht. Und habe das dann halt ein bisschen gefühlt. Also dafür, dass es vorrangig Freestyle entstanden ist, ich würde sagen, kann sich sehen lassen. Bin zufrieden damit. Bei Tyson bin ich immer noch im Zwiespalt. Auf der einen Seite, sein erstes Design ist halt fucking boring, weil er hat legit einfach nur eine Baggy-Hose an, die bis zu den Knien geht. Oberkörper frei, dann die komischen Schulterplatten hier an der Seite. Ich bin die ganze Zeit überlegen, aber er hat halt die Tattoos auf dem Körper von dem Fluch. Und eigentlich will ich die auch zeigen, aber gleichzeitig denke ich mir so, das ist dumm. Also, ich würde gern, ach, wie heißt das? Das ist
mehr Wow hat. Also, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so dumm zum Erklären. Und dann haben wir aber wieder normale A4s. Und zwar Sina, falls ihr sie noch kennt, und Roxy. Ich habe in letzter Zeit öfter mal meine alten Chars gezeichnet, also meine OGs. Also für die Leute, die mich noch aus den ganz verschwommenen ersten Zeiten kennen, ihr dürft jetzt nur teilgeschühen, okay? Es sollte eigentlich so richtig imposante Wasserfontäne hinten kommen, aber das hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, immerhin die Pose hat immer noch was. Und bei ihr Outfit bin ich so zwiegespalten, weil ich meine, das mit der Kette finde ich irgendwo cool, aber es ist gleichzeitig halt hart unpraktisch, weil imagine einfach, du springst von die ganze Zeit hin und her und dann schallert dir einfach diese fucking Perlenkette die ganze Zeit gegen die Fresse und sonst wohin. Oder du bleibst halt mal hängen. Und eigentlich hatte ich dieses weiße Cape hier unten drunter, also ungefähr ab der Hüfte, aber dann war mir das so blöd, dass es von den Haaren verdeckt wird oder andersrum. Deswegen habe ich es wieder hochgesetzt, aber eigentlich war es hier drunter gesetzt mit Absicht. Das habe ich jetzt auch wieder spontan umentschieden, weil es einfach in dem Moment gerade schöner aussah, wenn es weiter oben ist. Ich bin noch sehr zwiegespalten. Ich meine, sie hat im Prinzip einen weißen Jumpsuit an, dann halt diese kleinen Lederelemente davor und so. Ich bin mir immer noch nicht ganz zufrieden. Es ist noch nicht funktionell und designtechnisch perfektioniert aufeinander. Und dann haben wir Roxy. Bei ihr dachte ich mir so, ich übe mal ein bisschen Vogelperspektive. Aber eigentlich ist sie gefühlt nur bei den Möpsis. Und der Kopf ist noch ein Ticken zu weit hinten. Also der müsste ein bisschen weiter vorne sein. Ich glaube, der wäre genau am Schlüsselbein eigentlich richtig. Aber die Titten regeln das. Du siehst sie halt eigentlich wirklich nur von oben, dass sie halt hart gequetscht sind. Aber YOLO oder so. Und dann haben wir mein einziges Couple, was aber auch verflucht ist, anyway. Lin und Tyson. Und hier nochmal böser Tyson. Nachts, wenn seine Dämonenform rauskommt. Da hat er noch mehr Tattoos. So, tagsüber hat er so ein bisschen und nachts kommt dann halt so dieses Ego raus und da ist mehr. Aber ich wollte eigentlich, dass er so richtig schön boshaft und angsteinflößend ist, so mit Wehen, die raustreten. Ich habe versucht, die hier reinzukonnern, aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden. Es könnte schlimmer aussehen, aber ich bin auch nicht 100 pro happy. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Das hier finde ich hart cute. Also, ich finde, das ist halt so, ich weiß nicht, das wäre wirklich so, als wenn man die random im Wald getroffen hätte und der hat sich halt, warum auch immer, ist da gegen den Baum gerannt. Ich habe keine Ahnung. Ich fand die Vorstellung süß, dass er sich, dass er hingeknallt ist und sie hält ihn dann schmunzelnd die Hand hin und zum Tanz auffordern. Erstens cute. Sieht auch immer noch cute aus. Ich glaube, das ist das schönste Bild von den beiden, wenn ich so drüber nachdenke. Dann haben wir hier meine absolute Hassseite, klingt so hart, aber ich glaube, das ist die Seite, mit der ich am unzufriedensten bin. Ich glaube, so kann ich das im Raum stehen lassen. Ich wollte halt wieder Vogelperspektive üben, passend hierzu mit der Birdie. Und ich weiß, bei Lay sieht das noch so halbwegs funktionell aus, also dass es nicht ganz falsch ist. Aber bei Marlene siehst du es halt hardcore, dass es hier irgendwie so einen ganz, ganz merkwürdigen Bruch hat. Aber ich habe auch ewig rumprobiert und ich habe es nicht geschissen gekriegt. Vielleicht kriege ich das mal so in 3, 4 Jahren hin, wie ich gekauft. Ich zeichne ja erst 10 Jahre. Können ja noch mehr 10 Jahre raufkommen. Und dann haben wir hier, dachte ich mir so, okay, komm, machst du nochmal mit Layla ein ordentliches Bild, nachdem sie hier so komisch awkward da rumsitzt. Und to be true, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen boring. Aber es kommt erstaunlich gut an mit den Leuten. Aber ich weiß auch nicht, immer jedes Bild, was ich boring finde, da sind die anderen Leute dann so geil. Und ich sitze so da. Das ist langweilig. Aber danke. Ich appreciate, dass du meine Arbeit appreciatest. Entschuldigung, ich brauche Cola. Aber das ist gerade ein ganz schwieriges Thema. Und dann haben wir hier, also das hier ist mein zweitunzufriedenstes Bild.
wette, dass sie so nach vorne lehnt und die Muckis zeigt, weil sie ja mein Muscle Girl ist und Magical Girl. Ich muss ihr echt mal mehr zeichnen. Und vor allen Dingen sie auch mal in Action zeigen. Bisher ist ihre Action sehr theoretisch, muss ich ja gestehen. Leider. Aber anyway, ich wollte, dass sie so nach vorne lehnt und so ein bisschen Aufmerksamkeit provoziert, kann man sagen. Aber das Problem ist, sie sieht für mich mehr chubby und zusammengestaucht aus als buff. Weswegen ich sehr zwiegespaltene Gefühle habe gegenüber diesem Bild. Sie sieht mir zu cute aus und ich will halt nicht, dass sie cute aussieht. Ich habe das übrigens nie auf Social Media gepostet. Bitteschön, das ist ein Geheimnis, was ihr sonst nie erblicken werdet online. Aber dafür mag ich das Bild umso lieber. Das ist Willwert und ich habe doch gar keinen Namen für die kleinen Scheiße. Die habe ich vor Jahren mal bei jemandem abgekauft. Diese Person ist aber gefühlt aus dem Internet verschwunden. I'm sorry. Aber es ist jedenfalls nicht mein Design, ne? Also wenn ihr die cute findet oder so, not my lorbeeren. Ich habe sie nur gezeichnet. Aber ich habe sie nicht designt. Aber ihn habe ich designt. Ich bin echt sehr stolz auf sein Design. Er war ursprünglich auch ein Rassencharakter. Die Rasse ist aber schneller gestorben, als ich gucken konnte. Und dann hing er ewig bei mir als tote Datei rum. Und dann habe ich mich halt irgendwann mal hingesetzt und habe ihn neu konzeptet. Und jetzt bin ich glücklich mit ihm. Jetzt habe ich auch einen Ansatz, was er so storytechnisch macht. Und er ist so eine Art Ziehvati für sie. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit ihrer Familie gemacht habe. Aber die beiden chillen immer zusammen und er passt auf sie auf. Sie ist Ritterin in der Stadt. Deswegen hat sie so auch die Schild und so ein Shit. Und er ist im Wachposten und schmiedet. Also er ist mehr so dieses organisatorische Bier. Und sie guckt halt raus und er innen. Aber er würde jederzeit rausspringen, wenn sie in Gefahr ist. Also, he loves her. Wirklich so, so zieht er die Vibes. Es tut mir leid. Dann haben wir Finny. Die sollte hoffentlich dem einen oder anderen auch ein Begriff sein. Sie ist auch von der Rasse Anima ex Animalis von Fairlin. Und das Grundprinzip dieser Rasse ist, dass ein Tier stirbt durch Menschenhand. Und dann geht es über die Regenbogenbrücke und kriegt einen humanoiden Körper und darf nochmal ein zweites Leben haben. Das ist so das Grundprinzip dahinter. Und ich hatte. Ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Drogen ich genommen habe beim Design. Ist es. Also mein. Wenn ich designe, mache ich ja so oder so immer, dass es mindestens eine Sache gibt, wo ich sage, die muss ich üben. Und deswegen wird das ein Charaktermerkmal. Classic ist bei mir weiße Haare. Das haben erstaunlich viele Charaktere dafür, dass ich die Farbe hasse. Also zu Color. Und wenn jemand einfarbig weiß, das finde ich auch hard boring. Aber jedenfalls. Ich dachte mir so, also erstmal Fox Girl, weil flauschig, cool. Dann haben wir diese dreifarbigen Flügel, weil einfarbig wäre ja zu einfach. Da kann man schummeln, wenn man nicht weiß, wo so die Flügel angeordnet sind oder wie die aufgebaut sind. Und weil das noch nicht genug ist, war ich der Meinung, ein dreifarbiger Farbverlauf in den Haaren ist geil. Ich möchte mich dafür immer noch zu Boden schadern. Ich meine, das Problem ist aber, sie hatte halt so einen unglaublich herzensguten Charakter, dass ich mich dafür erstaunlich oft mit ihr rumquäle. Sie ist halt wirklich so, sie liebt es, das Leben zu beobachten, blöd gesagt. Also, ihr Kleidungsstil ist legit ein Sammelsorium. Das ist übrigens Baustelle Nummer 3. Aber ich bring's auch nicht übers Herz, die einfach zu gestalten, weil so chaotisch wie ihr Design ist. Genauso liebevoll ist sie auch. Also, die ist mein Baby Girl. Kann sie nicht schlechter machen. Das würde mir das Herz brechen, egal wie viel ich rumflure. Ich weiß nicht warum. Ich bin ein Opfer. Ich bin ein Opfer meiner Designwut. Sie hat zwei verschiedene Schuhe an, weil sie halt legit ihre Kleidung ist das, was sie in den Wäldern gefunden hat. Sie war so, das ist jetzt meins, wenn du es nicht haben willst. Deswegen hat sie hier so Rock über Rock und nochmal ein random Tuch. Hier Weste über Hemd und eine kaputte Weste irgendwie nochmal drüber. Ich finde, es macht hart Spaß, das zu skizzieren und auch zu linearten. Aber zugegebenermaßen, manchmal geht selbst mir das Kollern auf den Sack wegen diesen ganzen verschiedenen Facetten. Aber ich kann sie nicht einfacher machen. Ich kann das nicht übers Herz prägen. Okay?
Es ist. Sie ist so unglaublich neugierig und so leicht happy zu machen, weil einfach nur, weil sie etwas sieht, wie etwas lebt. Es ist. Ach, es ist wie so eine Sucht. Ich kann das nicht. Dann haben wir Ayla. Die ist auch von den Jangjos. Sie ist ein Holzpferd. Also, ihre Laterne ist Holz. Sie kann halt eine Laternenform haben oder sie ist humanoid, weil es ist halt humanoid. Eine Holzlaterne und ein Pferdchen. Deswegen hat sie auch hier diese Öhrchen. Und ich dachte mir, ich zeichne sie mal in ihrer Schreinerwerkstatt. Und im Gegensatz zu mir kann dieses Mädel aufräumen. Und deswegen ist alles so clean, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es nicht zu clean ist und deswegen tot wird. Mir sagt zwar jeder, nee, das ist totally fine, aber ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich einfach das Chaos von mir selber gewohnt bin. Dann haben wir Sam von den Kessori. Das war legit die erste Rasse, wo ich einen ersten OC hatte, Scars, falls einer von euch noch was, falls sich einer von euch noch erinnern kann. Sam habe ich vor unglaublich vielen Jahren entworfen und seitdem hatte sie nichts bekommen. Und ich dachte mir so, ich will meinen Raum bei Nacht zeichnen, dass ich, so blöd es auch klingt, aber dass ich mich traue, mal dunkler zu arbeiten. Ich arbeite zwar sehr kontrastreich und mit viel Schatten, aber meistens sind das alles immer Tagesdinge. Ich habe selten mal wirklich eins mit sehr, sehr viel Schatten gemacht, sodass ein Teil der Details dann einfach verloren geht, weil es da zu dunkel ist, um das zu erkennen. Zum Beispiel habe ich ja auch versucht und ich finde auch grundsätzlich das Bild ist schön, aber ich denke mir gleichzeitig, dafür, dass eigentlich nur diese fucking Kerze hier an ist, ist das zu hell? Und klar, im Mond scheint so ein großes Fenster. Es gibt hier schon ein gutes Licht, aber ich glaube, ich habe da trotzdem noch ein bisschen zu unmutig geschadet. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also ich mag's, aber ich denke mir so auch gleichzeitig, eigentlich ist das noch zu hell für, dass du nur eine kleine Lichtquelle hast. Aber die Atmosphäre ist trotzdem schön. Joa. Dann haben wir Ruby. Ich hatte den Tag keine Copics dabei und war so, ach komm, du kannst doch bestimmt auch mit Buntstiften hier reinmalen. Und ja, kann ich, aber ich glaube, ihr seht am Rand diese Schlieren. Moment. Man sieht es ein bisschen leider nicht ganz so gut, wie jetzt, wie ich es vor mir habe, aber du hast so einen schlierenartig, so ganz, ganz leichten Abrieb von allen Farben am Rand, sodass es nicht mehr reinweiß ist, sozusagen. Also, ich kann zwar mit Buntstiften hier drauf arbeiten, aber. Du hast halt so ein Schlieren. Oh, das ist merkwürdig zu beschreiben. Dann haben wir von meinem Fan-Team von Ruby, Team Obst. Schlechtester Wortwitz des Jahrhunderts, weil ich eigentlich Veganer bin, aber gerade aus Stress und Frust erstaunlich viel Tier fresse. Jedenfalls, ich will Veganer wieder sein. Und deswegen habe ich Team Obst, weil kein Fleisch, you know? Anyway. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur sie hier machen, wie sie in Grimma schlägt. Und dann habe ich aber angefangen mit der Schlange, weil ich kein anderes verficktes Tier hinbekommen habe. Aber dann war das so, die wäre ja so richtig halb abgeschnitten. Und dann war ich traurig. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt machst du die ganze Schlange. Und dann dachte ich mir so, okay, nur sie und die Schlange ist langweilig. Und dann sind halt die anderen dazu gekommen. Aber dadurch, dass sie halt oben ist und bewusst ja das Zentrum des Bildes sein soll, musste ich die anderen ja kleiner zeichnen und. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das perspektivisch passt, ob ich die nicht zu small gezeichnet habe. Aber ich glaube, dadurch kommt auch die Dynamik, die ich mit ihr zeigen will, besser rüber. It's not bad. Das. Ich glaube, das ist mein zweitliebstes Bild hier dran. Das sind wieder Tyson und Lynn. Ich hatte vor, ich glaube, 3, 4 Jahren. Habe ich auf meinem A3-Blog einen Sketch auch damit angefangen. Wie Lynn und Tyson unter so einer fetten Baumwurzel sich eine Höhle gemacht haben, um einfach zu zweit zu sein. Aber ich habe es nie beendet, weil ich weiß es gerade nicht. Ich habe es nie beendet. Jedenfalls, ich habe es halt wieder gesehen und war so, okay, eigentlich magst du das Bild immer noch, aber zum einen, du hast hier. Keine Ahnung, 3 Meter lange Beine gegeben und ist irgendwie voll weird proportioniert, also habe ich es nochmal neu gezeichnet und ich bin sehr glücklich darüber. Weil das Bild ist jetzt schön, damit bin ich happy. Ich finde, es hat eine schöne Atmosphäre, sie wirken auch vertraut und nicht irgendwie abweisend.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Lynn zu hell gecallert habe. Aber es ist trotzdem eine schöne Atmosphäre. Also, das war es auf jeden Fall wert. Dann haben wir hier mein Angel Leine. Ihr werdet sie hoffentlich kennen. Sonst bin ich enttäuscht. Meine C-Leine. Und ich hatte so random die Idee, mal so Yin und Yang als Bildkomposition aufzugreifen. Und deswegen einmal der Kopf oben und einmal der Kopf unten und von schwarz zu weiß. Weil ihre helle, gute Seite ist sozusagen ihr Healer-Dasein als Pflanzenelfe. Aber sie hat halt auch gelernt, sich zu verteidigen. Und da habe ich sie versucht, echsenreich zu machen. Und es ist okay. Ich bin ehrlich, ich hatte gehofft, dass ich glücklicher bin am Ende damit, aber ich bin nicht so ganz unzufrieden wie bei meinem Buff Girl, aber ich bin noch nicht so ganz happy, wie ich es haben wollte. Aber ich mag immer noch die Idee. Und die Pose war sehr anstrengend, aber ich bin stolz auf mich. Und dann haben wir hier mal ein Fanart. Und zwar, falls sie jemand nicht kennt, Lucy Hatterfilia aus Fairy Tail. Ich finde es unglaublich, wie was für ein Character Growth sie hatte. Am Anfang ist sie halt einfach nur dieses kinda spoiled girl. Aber sie wächst halt relativ schnell zu so einer starken Magierin ran. Und ich überlege die ganze Zeit, wo war der Punkt, wo es angefangen hat. Aber ich finde ihn nicht. Auch wo ich. Habe ich die Serie schon ein zweites Mal geguckt? Ich glaube nicht. Ich habe die bisher nur einmal durchgeguckt. Aber ich weiß nicht, wann der Punkt ist, wo es diesen Swipe bei mir im Kopf gab, wo sie mir nicht mehr auf den Sack geht, sondern wo ich für sie mitgefiebert habe. Aber mein Ersa ist immer noch mein absolutes Lieblingscharakter. Aber Lucy gehört definitiv mittlerweile zu den Top 5. Sie haben ihr wirklich einen schönen Charakter-Arc gegeben. Und dann haben wir passend dazu mein Lonely Star Kiara. Sie ist ein humanoides Sternzeichen von Taurus, Stier, was ich auch bin. Und ich habe sie mal random gezeichnet für ein Artbook-Projekt, was glaube ich nie rauskam. Surprise. Aber ich mag ihr Design immer noch, dass sie dementsprechend auch bei mir eine Rolle in meiner ersten Story hat, mit Layla und Co. Und ich fand das halt so passend, dass ich sie dazu zeichne, weil kann mit Hilfe der Zodiac Keys, also Sternzeichen durch Schlüssel geöffnet. Ich weiß gerade, Stellarmagierin. Sie ist Stellarmagierin. Und sie ist halt ein lebender Stern, deswegen war das so schön opposite. Und dann war ich so funny und dachte mir so, okay, jetzt machst du irgendwas mit Ko verkehrt rum, so als passendes. Ich bin kacke im Schreiben. Witz ist nur dahinter, dass ich inzwischen 12 Stories geschrieben habe für mein Artbook. Ich hab immer noch ein bisschen Angst vor den Reaktionen. Irgendwo freue ich mich drauf, aber ich habe gleichzeitig auch Angst, dass alle mich auslachen. Aha. Ist es übrigens zur Dokumi hoffentlich gibt, wenn die Druckerei das hinbekommt. Ich habe nur einen Herzinfarkt und ich will gerade nicht drüber nachdenken. Aber das hier, um was Positives zu sagen, das ist wirklich mein absolutes Lieblingsbild. Ich wollte sozusagen nur eine Straßenkreuzung üben. Und es hat mich auch fast einen ganzen perfekten Tag gekostet, das alles vorzuskizzieren, weil ich zuerst nicht wusste, wer und wie und was und so. Aber dafür ist es episch geworden. Ich wollte nur eine Straßenkreuzung üben, aber ich wollte halt nicht nur den Hintergrund, sondern ich will halt auch immer mit Characters, aber ich mag halt auch so Bilder, wo du den Rücken siehst und trotzdem es nicht langweilig wirkt, wenn man versteht, was ich meine. Ich finde, mit den beiden hat das ganz gut geklappt. Die zwei sind jetzt keine Kumpane, also die ziehen nicht zusammen los, sondern sie ist hier und guckt so, wen könnte sie attackieren, weil ihr langweilig ist. Und sie taucht gerade so lautlos hinter ihr auf. Und sie ist halt ein Engel, wie man vielleicht an dem Flügel hier ahnen kann. Und ich hatte auch echt viel, viel Angst, dass wenn ich mit weißer Tusche darüber gehe, um den Regen anzudeuten, dass es das alles zerfegt. Aber ich finde, der Effekt ist gelungen. Respect myself. Also ich bin sehr stolz darauf. Es hat gefühlt 500 Jahre gedauert, aber it was worth it. Dann wollte ich von Yang, einer anderen Rasse, eine Rosa. Sie ist ein lebendes Ruby Easter Egg.
Eine Mischung zwischen Yang und Ruby vom Character Design und Verhalten her. Und sie ist auch ein humanoider Stern aus dieser Rasse. Und dadurch, dass die Sterne diese unsichtbare Barriere zerbrochen haben und zu Boden gedonnert sind, haben sie halt die komplette Menschheit mehr oder minder gefickt. Also Postapokalypse, weil durch den Aufprall halt Stromausfall und so war. Und deswegen dachte ich mir so, dann geht sie halt bärhunten, weil sie Hunger hat. Oder, was eigentlich mehr ist, sie ist absolut kampfbesessen. Ihr ganzes Selbstbewusstsein besteht daraus, dass sie einfach siegt. Und wiederum Dunkelheit und Stille macht ihr Angst, weil sie das wieder daran erinnert, dass sie ein Stern war und nichts machen konnte, außer zusehen, wie die Menschen Leben haben im Gegensatz zu ihr. Deswegen muss sie immer irgendwas tun. So ein bisschen hyperaktiv. Und ich wollte auch so gleichzeitig einen Bär üben, aber ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob der Bär auch von der Proportion passt. Ich glaube, sie hätte kleiner sein müssen, aber dann wäre sie verloren gegangen am Bild. Und ich glaube, dafür, dass es Nacht ist, ist es auch wieder erstaunlich hell, aber wenn ich es dunkler mache, erkennst du nichts. Und ich habe immer diesen Zwiespalt. Irgendwann habe ich das richtige Nachtbild und kann sagen, ja Mann, aber nicht heute. Dann haben wir ein keiner Fantasy von mir, von Yukiyuna, weil ich finde Aro oder in Englischen Yukiyuna is the Hero, bester Scheiß Magical Girl Serie, die existiert, meiner Meinung nach. Und ich habe mir ein Fantasy gemacht mit einer Freundin, die auch zusammen so ein Duo sind. Und sie sind beide in einem Maid-Café arbeiten, sie in dem Fall, weil sie weiß ist und ihre Bude selber bezahlen will und nicht auf die Almosen sozusagen angewiesen sein will. Aber sie hasst das. Wäre sie nicht auf das Geld angewiesen, würde sie diese Platte nehmen und der Person in die Fresse rammen, die sie gerade anguckt. Leichte Aggressionsschübe. Man kennt's. Dann haben wir wieder alleine und keiner typisches Fantasy-Motiv, von wegen du hast so random Licht in der Hand, so nach dem Motto, das Potenzial, was du nie entdeckt hast. Mir war irgendwie in den Tag danach. Ich habe das dann halt auch für Merch genommen. Cute und unscheinbar. Dann wollte ich wieder Action machen. Und ich habe diesmal Kiara und Leani. Ein Vorleben von Lin. Lin war in ihrem ersten Leben auch ein Sternenkrieger. Und sie haben halt sich random immer wieder gebettelt, einfach um in Bewegung, schrägstrich in Übung zu bleiben. Und ich habe dann halt versucht, so Wind anzudeuten, indem ich eine Fläche heller habe als den Rest, dass du nicht dieses typische mit dünnen Grün rüber, dass du siehst, da ist Wind, sondern dass ich mehr so dieses Aufhellen habe, indem ich einfach sanftere Farben nehme. Ich finde, das hart war es. Aber mein größter Kritikpunkt an dieser Stelle an mich selber wieder ist ihre Proportion. Die hier von hinten, der Rücken sieht absolut fantastisch aus, gibt einen richtig geilen Shot. Aber auch wenn ich versucht habe, so eine Art dynamische Kamera zu machen zu ihr, sie wirkt halt wie ein Lilliput im Vergleich zu ihr. Aber ich habe es noch nicht besser hingekriegt und das wurmt mich so ein bisschen. Weil das ist hart sick, das ist richtig geil. Und das ist irgendwas. Es sieht nicht komplett bad, bad aus, aber proportionell ist es bestimmt nicht richtig. Was mich ein bisschen fertig macht. Aber ich akzeptiere es. Es kann nur besser werden, I hope. Und dann haben wir auch mal wieder ein Fanart. Und zwar Gin und Wodka von Detective Conan. Ich hatte mich auf einem Zeichnertreffen mit meinen Homies unterhalten. Und ich weiß gerade nicht mehr wie, aber wir sind irgendwie auf Detective Conan gekommen. Und ich habe noch zuerst gesagt, wegen es ist safe, hat Jin sexuelles Interesse an Cherry, so wie er immer an sie denkt. Und ich weiß nicht mehr, was die andere Person gesagt hat. Aber da meinte ich so, was ist eigentlich, wenn Jin eigentlich schwul ist und er und Wodka Spaß haben, aber man das halt nicht innerhalb der Org zugeben will, damit man nicht dieses gespött wird. Du siehst die beiden ja nur unterwegs zusammen und klar wird es vermutlich der Hauptgrund sein, von wegen. Wodka ist halt einfach der dumme Kraftprotz. Und deswegen muss Jin mal dabei sein, damit er keine Spuren hinterlässt. Aber was ist halt, wenn da vielleicht ein bisschen mehr ist? Ich fände es funny. Ich würde es so hart feiern. Aber ich glaube nicht, dass es das passiert. Das ist ein bisschen zu unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich Gosho inspiriere. Aber ich bin halb wahnsinnig geworden, bei einem verfickten Auto von innen zu zeichnen. Weil entweder
So wie jetzt ist dieses, ist hier das Vorderdings, ist zu weit hinten. Das müsste eigentlich über den Beinen sein, aber ich habe es nicht mehr reinbekommen. Oder sie wirkten, wenn ich das größer gemacht habe, wie Lilliputs. Und ein Auto von innen zu zeichnen, ist absolut disgusting. Ich hasse mich selber dafür, aber hey, I did it. Aber dafür sieht außen schön aus. So mit dieser Leitplanke, da siehst du hier das Gelb, dass da das Licht an ist. Dann hast du wieder Regen und dann hast du, dass man hier die ganzen Skyline sieht. Das ist cool, aber das hier innen war Pain, okay? Respect before that. Und dann, weil das hier noch nicht anstrengend genug war, dachte ich mir so, ich zeichne meine Bar, wo jedes Regal Innenlicht hat, mit ganz vielen Flaschen da drin. Und ich dachte mir zuerst so, das wird funny, dann die ganzen Etiketten so bezeichnen. Aber in dem Moment, wo ich damit angefangen habe, hatte ich die Schnauze voll. Ich mag eigentlich Details, aber dieses Monotone, immer wieder dasselbe, das war so ein Punkt, wo ich die Schnauze voll hatte. Relativ schnell. Ich habe Gott sei Dank nicht geschmiert, aber man sieht, ich war nicht ganz kreativ, wie ich sein wollte. Und sie ist ein Charakter von den. Oh, das ist auch wieder Klaus Spiel, sie ist irgendwas mit M. Da passiert auch nichts mehr. Ich habe sie durch ein DTA, also Draw this character in your style, Draw this character, yeah, in your style, gewonnen. Ich bin immer noch sehr stolz darauf. Sie ist auch grundsätzlich immer noch ein wunderschönes Design. Aber dadurch, Melanie, so heißt die Spezies, dadurch, dass da nichts mehr passiert, zeichne ich sie auch entsprechend selten. Leider. Ich versuche ja alle irgendwie so halbwegs öfter zu zeichnen, aber ich habe so einige Character Designs, die ich cool finde in Rassen, aber ich denke mir gleichzeitig so, ich weiß nicht, was in der Rasse passiert und habe deswegen Inspirationsschwierigkeiten. Da ist mein Liebling leider meine Blumenwächterin. Ich liebe ihr Design, aber ich weiß nicht, wie ich sie zeichnen soll, weil ich nicht mal verstehe, was ihre Aufgabe als Wächterin ist. Ich hatte gewonnen in dem Wettbewerb. Und ja, das war's. Sad noises. Dann haben wir hier wieder Wilbert und Schneefuchs. Irgendwann hat sie einen Namen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr einen Vorschlag geben für sie. Und nein, nicht Yuki. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, es kommt Yuki als Vorschlag. Keine Yuki. Ich glaube, irgendwas mit Schnee oder so war ihr Name im Japanischen. Also, dass man deswegen gern Yuki und Weiß verwendet. Aber jedenfalls, die chillt halt bei ihm in der Bude mit. Und ich dachte mir so, ich will ein Lagerfeuer zeichnen, also so einen geilen Kamin. Und hier haben sie ihre Fressecke und dann hast du so eine richtig geile XXL-Wohnzimmer und ja, ich würde sagen, passt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Spiel erkennt. Aber das ist mein absolutes Lieblingsgame. Tales of Berseria. Also allgemein bin ich ein Tales of Fan. Okay, außer Up Arise. Das habe ich nicht gespielt. Das ist zwar auf meiner Steam-Wishlist, aber ich habe es nicht gespielt. Und ich habe auch nicht so das große Bedürfnis, wenn ich ehrlich bin. Weil das, was ich halt an Tales immer geliebt habe, ist, dass es immer zu sich stand, aber jetzt ist es halt sehr dem Zug nach, wir wollen mehr Richtung Final Fantasy und alle anderen random Spiele gehen optisch, so mehr 3D realistisch, anstatt in ihrer Anime-stilistischen Schiene zu bleiben. Ich fand das halt cool, dass sie einen Fick drauf gegeben haben, sondern wirklich gesagt haben, wir bleiben bei uns. Die Grafik wurde auch immer besser und detaillierter und keiner authentisch, aber es hatte immer noch diesen Charme. Und jetzt sind sie halt, sie sind nicht ganz realistischer Matsch. Es tut mir leid für die Bezeichnung, aber ich weiß sonst nicht, wie ich es nennen soll. Wie gefühlt jedes andere Game. Es ist noch ein bisschen stilisiert, aber es ist auch nicht mehr das, worin ich mich verliebt habe. Ich fand es halt cool, dass sie wirklich ihr Ding gemacht haben. Aber das ist jedenfalls noch in dem Stil gewesen und meiner Meinung nach auch die geilste Truppe. Und ich habe dieses Spiel so oft gespielt. Ich glaube, ich habe das dreimal durchgespielt. Das erste Mal halt schnell die Hauptstory durch, weil ich wissen wollte, was passiert. Ich bin da dezent ungeduldig. Das zweite Mal habe ich dann auf schwer alles gemacht. Und dann das dritte Mal habe ich jede Nebenquest, die existiert, erfüllt. Und ich habe es jedes Mal neu geliebt. Ich liebe die Game Mechanic, ich liebe die Story, ich liebe alles an diesem Drecksgame. Und dann haben wir schon 2024. Moment, wann habe ich denn angefangen?
22, hier. 22 ist eines der ersten Bilder, also seit knapp 2 Jahren habe ich es dann gefühlt. Die sind auch wieder Closed Species Shit oder Open Species, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es hieß zuletzt Umbau und seitdem ist nichts mehr passiert. Und sie sind halt tee-inspirierte Wesen. Und sie ist zum Beispiel mehr an Bauchtanz und Orientalischen vom Äußeren angelehnt, während sie mehr Hip-Hop-Schiene ist. Deswegen habe ich die beiden zuerst tanzen gemacht und dann war so, okay, es ist Silvester, und da dachte ich mir so, ach, scheiß drauf, dann tanzen die jetzt einfach random auf der Party rum und das ergibt halbwegs Sinn. Und ich meine, das Bild hat auch was. Es ist absolut random entstanden, aber es ist gut entstanden. Und damit habe ich sozusagen im Stream 24 begrüßt. Und danach, vielleicht kennt jemand die absolut unbekannte Rasse Gemdolls auf Facebook. Das war die erste fucking und bisher auch größte Rasse, die mit dem Rassenhype entstanden ist. Und ich wollte halt einfach mal Pinolio endlich eine gescheite Illo gönnen. Die hatte bisher außer der Character Sheet ein ganz kleines Artwork bisher nichts. Und dann war auch gleichzeitig mit Federn üben. Und dann dachte ich mir so, okay, die ist eh immer nur im Wald. Dann tust du auch mal ein bisschen Tierchen üben und so. Und der Gepard sieht cool aus. Aber ich bin mit dem Boden nicht zufrieden. Also das Gras und irgendwo. Ich hatte gehofft, dass ich die Pflanzenwelt cooler darstellen kann, aber man kann nicht alles haben, ne? Ich meine, es ist not bad bad, aber es ist leider auch nicht das, was ich versucht habe darzustellen. Ich merke gerade, ich habe erstaunlich viele Zwischen, also Bilder, wo ich im Zwiespalt bin. Zwischen, es ist nicht ganz kacke, aber es ist auch nicht ganz so geil, wie ich haben wollte. Naja. Also ihre Federn sind absolut wunderschön. Ich habe versucht, auch mit Baumschatten zu arbeiten. Deswegen zum Beispiel hier dunkle Areas sind und da Auflockerung. Aber ich glaube, wenn man das nicht, also wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Aber jetzt wisst ihr es und ihr seht es hoffentlich, okay? Cool. Und dann habe ich mit Fortnite angefangen. Oh, das ist so viel entspannter als fucking Cursed Watch. Aber jedenfalls in der Season, wo ich angefangen habe, hattest du ein unglaublich geiles Titelbild, was du dir freispielen konntest im Battle Pass. Und ich habe das als Poseninspiration genutzt, weil der Charakter plus minus ungefähr so da drin war. Und ich dachte mir so, du hast die Scars oder Scala, besser gesagt. Und noch nie richtig in Action gezeichnet. Und das war halt die perfekte Vorgabe. Das Bild ist sehr verwirrend. Also, ich weiß. Weil, hier es wirkt halt wie von vorne, obwohl es eigentlich von oben ist. Und du checkst es vielleicht erst in dem Moment, wo du hier an die Seite guckst und siehst, dass die Skyline so nach unten geht. Es ist leider sehr verwirrend. Es tut mir leid. Ich habe versucht, das besser darzustellen, aber wenn ich es nicht übe, kann es nicht besser werden, ne? Und das ist Ketchup, okay? Das ist alles Ketchup. Die haben ihre Pommes vergessen. Dann wollte ich mir so ein bisschen, nicht nur, dass ich den Charakter in der Illu, also dass ich mehr auf den Hintergrund achte, das ist ja jetzt nicht mehr das Problem, den Hintergrund mitzuzeichnen für mich, sondern dass ich auch so ein bisschen mal Close-ups reinbringe, dass das Ganze mehr in Szene wirkt als gestellt. Weil wenn du einen Charakter immer von Kopf bis Fuß irgendwo einbaust, finde ich, wirkt es irgendwann gestellt. Und ich wollte, dass es wieder ein bisschen authentischer wirkt. Deswegen habe ich hier Layla so nah. Und alleine siehst du, wie sie begeistert aus dem Fenster sieht. Und das ist Lays Zimmer. Das war ein random Versuch. Er ist nicht ganz kacke, aber ich glaube, ich muss nur noch ein, zweimal ihr Zimmer zeichnen, um da eine komplette Struktur für meinen Kopf zu finden. Ich habe mich selber sehr leicht verwirrt damit, dass ich so gesagt habe, okay, ich zeichne jetzt, wie die beiden in ihrem Zimmer sind. Ach ja. Dann haben wir Milena? Ich glaube, ich habe die Milena genannt. Sie ist a Kitty Cat, wie man an diesen dreifachen Ohren hoffentlich erkennt. Von meiner eigenen Rasse, Tiara Demona, bei ihr Interesse. Ich habe den Discord in der Infobeschreibung verlinkt. Aber jedenfalls, ihr war irgendwie mal danach ein Charakter im Wasser zu zeichnen. Und ich wollte aber auch nicht, dass sie nur random da drin liegt, was zwar ein liebes Motiv ist, aber mir war das zu langweilig. Also dachte ich mir so, es ist lustiger, wenn
einfach ein Charakter im Wasser ausrutscht und dann musste ich wieder an Milena denken und war so, sie ist eine Katze. Sie wird bestimmt ganz besonders begeistert sein, so ins Wasser zu knallen und dadurch habe ich auch gleichzeitig wieder ein bisschen Vogelperspektive geübt, was ich finde, ein bisschen besser rüberkommt. Aber auch nur ein bisschen, nicht ganz, aber zumindest ein bisschen. Und grundsätzlich, dieser Boden hat gefühlt 300 Jahre gedauert. Denn ob man es, auch wenn man es leider nicht sieht, ich habe nicht nur mit Grau gearbeitet. Ich habe Pastell-Lila, Pastell-Rosa und Pastell-Blau reingebracht, dass du schon so eine gewisse Grundstimmung hattest für das Wasser. Und dann bin ich halt mit Aquarell nochmal dünn rübergegangen mit Blau. Und dieses Blau hat die vorgegebene Struktur komplett verschluckt. Ich frage mich, warum ich mir so viel Zeit gegeben habe. Naja. Es ist ein schönes Bild, ich mag es. Aber wenn ich so bedenke, wie lange ich an diesem verkackten Boden saß, das war legit einfach nur ein Stream. Und ich streame dann immer 12 Stunden meistens, wenn ich Art mache. Macht mich ein bisschen traurig, aber nur ein bisschen. Es ist trotzdem ein schönes Bild geworden und es hat mich gefreut, dass ich ihr auch mal wieder ein bisschen Attention gegönnt habe. Und dann dachte ich mir so, okay, du willst jetzt endlich mal ein Bild zeichnen, so ein Gaming Room oder wie zumindest jemand am Dash sitzt oder so ein Shit. Und ich habe so einen Side-Charakter, habe ich mir überlegt, sie ist so ein kleiner Technik-Nerd. Ich muss dezent am User denken wegen der Frisur. Und deswegen habe ich mal ihr Zimmer versucht zu machen. Und da wollte ich halt auch wieder, dass es sehr dunkel ist, außer der Spot hier mit dem Bildschirm, dass man so sieht, sie verkriecht sich in ihrer Welt. Aber ich glaube, ich habe das dafür trotzdem schon wieder ein bisschen zu hell gemacht. Es ist schwierig. Ich meine, ich habe schon versucht, wirklich diesen härteren Schatten zu machen, dass man so sieht, wo der Spot ist. Was ist trotzdem immer noch relativ hell. Aber ich versuche mich Stück für Stück ranzutasten, dass ich das besser hinkriege. Und dann haben wir nochmal ein Nachtbild mit Layla, die einfach random auf ihrer Sitzbank sitzt. Moment. Nee, kann ich nicht. Ja, hier ist es. Da ist die Sitzbank und hier sitzt sie so nachts nachdenklich drauf. Und ich habe halt mit Blau zum Beispiel bei ihr so ein bisschen reinschattiert, damit es dieses Nachtstimmung gibt. Aber ich glaube, Entschuldigung, ich bin seit 3:30 Uhr wach. aber ich weiß nicht. Also ich habe dann nochmal mit Silber diesen Mondlicht, habe ich dann noch so als Atmosphären-Highlight reingemacht. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich genug Schatten habe. So, ich habe schon extra mehr schattiert als üblich, aber es wirkt vergleichsweise hell immer noch. Aber vielleicht bin ich auch einfach so kritisch mit mir selber. Ihr könnt hier gerne eure Empfindungen dazu reinschreiben. Und dann haben wir wieder Ruby. An dem Tag habe ich leider eine traurige Mitteilung gelesen oder ein, zwei Tage davor. Und zwar, Rooster Teeth ist bankrott gegangen und Rooster Teeth ist das Studio hinter Ruby. Mein letzter Stand ist, dass sie nach jemandem suchen, der die Serie fortführt, weil die eigentlich noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Aber bisher habe ich leider noch kein Update mitbekommen. Und ich hoffe, wer auch immer das übernimmt, wenn es jemand übernimmt, dass er die Serie weiter so liebevoll fortführt, wie ich sie kennengelernt habe, und nicht zum Einheitsbrei wird. Weil die ganzen Marotten, die Ruby hat, sind halt der Grund, weswegen ich diese verkackte Serie liebe. Und ich habe halt einfach die viermal im Lagerfeuer gezeichnet. Zuletzt waren sie in Atlas, was das Schneegebiet ist. Sind wir mit dem Staffelfinale von Season 8 und 9 zu Vecchio gekommen, was das Wüstengebiet ist. Aber letztlich waren sie faktisch zuletzt in Atlas, was das Wintergebiet ist. Deswegen dachte ich mir so, ich zeige sie einfach, wie sie in Ausflug haben draußen. Ruby will wieder irgendwie wegrennen. Keine Ahnung warum. Ist halt einfach danach. Und Weiss ist so, zit! Macht ein Spell, sie fliegt hoch und ja, und die beiden necken sich einfach gegenseitig. Ich fand das cute. Die haben mittlerweile so viel Scheiße erlebt, dass die einfach mal wieder einen kleinen cute Moment brauchen und ich mag das Bild. Ich habe auch sogar mit Gouache gearbeitet. Ich habe an sich 90% Copic, aber so der ganze Schnee, der jetzt auf den Bäumen und so,
Den habe ich mit Gouache eingearbeitet, weil ich will ein bisschen mehr das reinbringen, weil das so geil ist, so als letzter Schliff ist über Copic. Aber ich bin auch sehr, sehr zögerlich, was das belangt, to be true. Aber es ist ein sehr süßes Bild geworden, finde ich. Dann haben wir hier ein Redraw. Ich habe in meinem ersten Skizzenbuch von Leuchtturm, habe ich dieses Bild angefangen auf einem A4. Das war dann halt so gezeichnet. Aber ich habe es nur gelinertet, ich habe es nie gecolored. Aber mir ist das Bild nie aus dem Kopf gegangen und ich dachte mir so, okay, komm, das sind jetzt ein paar Jahre her. Das wirst du jetzt hoffentlich besser hinkriegen. Und zeichnest das nochmal und diesmal shadest du es aber auch. Es bleibt nicht ein unfinished Baby. Und ich habe es getan. Ich bin sehr stolz drauf. Ich finde, das war es allemal wert und ich überlege gerade, wo das Buch ist. Geben Sie mir eine Minute. Okay, ich habe das Buch gefunden. Hier, das ist mein erstes Leuchtturmbuch. Diesem Design traue ich immer noch sehr, sehr hart nach. Es war relativ am Anfang, das weiß ich. Ah, hier ist es. Hier ist es. Gucken wir, das war das erste Line Art. Und ich muss zugeben, ich finde, alleine wirkt da dynamischer als hier. Aber letztlich sind die Proportionen wieder leicht verkorkst und ein bisschen weird. Deswegen habe ich es ja nochmal neu gezeichnet. Und ich finde, es war es definitiv wert. Es ist ein wunderschönes Redraw geworden. Und jetzt kommen wir auf die letzte Seite. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die erste. Auch wenn das jetzt schon knapp eine Dreiviertelstunde her ist. Es tut mir leid. Ich versuche mich so kurz es geht zu allen Bildern zu fassen, dass ihr nicht 3 Jahre hier drin verschimmelt. Ne? Dass es so ein bisschen aushaltbar ist zu gucken. Jedenfalls, hier haben wir Jake. Ich dachte mir so, also ich war zuerst komplett überfordert, was ich auf die letzte Doppelseite mache, weil ich habe seit einiger Zeit einen dezenten Narren an A4 Doppelseiten gefressen, also A3. Und ich hoffe, ich werde nicht größer, weil es sonst echt kompliziert wird, passende Bücher zu finden. Und dann habe ich so nochmal durchgeblättert und dann ist nochmal mein Blick auf die erste Seite gefallen. Einfach für eure Auffrischung blätter ich die mal nochmal auf, ne? Hier, Jakey und Sina. Und ich dachte mir so, es wäre eigentlich voll sick, wenn ich jetzt Jake unter Wasser zeichne. Nach dem Motto, die haben sich unterhalten und jetzt chillt er wieder seine Base zu Hause. Und es ist das logischste erste und letzte Seite-Bild, was ich in meinem gottverdammten Leben jemals gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich im nächsten Buch das auch nochmal schaffe, weil das halt relativ zufällig und intuitiv entstanden ist. Ich finde, es wurde wunderschön, denn ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und sehr geehrte Künstler, traut euch mehr Rücken zu zeichnen. Ganz ehrlich, ich weiß, Fressen sind geiler für die Kommunikation, dass der Leser versteht, was da passiert und so. Aber es ist umso mehr ästhetischer, wenn du mit einem Rückenbild trotzdem Atmosphäre schaffst, dass die Leute sich abgeholt fühlen. Ich würde gerne mehr Rückenbilder sehen, okay? Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und ich wollte eigentlich voll die majestätischen Korallenriffe hier im Hintergrund machen. Wieder mit Gouache. Aber es sieht eher aus wie Kindergartengekrakel. Bin nur minimal von mir selber enttäuscht. Aber man kann nicht alles haben. Aber es ist halt ein cooles erstes und letztes Bildpick. Ich meine, es ist trotzdem grundsätzlich ein schönes Bild, aber guckt euch doch mal an, wie listlos ich die fucking Korallenriffe gemacht habe. Ich bin nur leicht von mir selber enttäuscht. Im Großen und Ganzen bin ich happy, aber ich bin dann ganz leicht von mir selber enttäuscht. Und das war's. Und dann habe ich hier nochmal Stickerlies von Isoki, Nintendo. Das sind die fucking wunderschönsten Sticker, die ich jemals geschenkt bekommen habe von Nintendo. Yayohime. Das ist von Schnatchen. Bei mir fallen Sachen runter. Das ist von Muffin. Und die anderen habe ich keine Ahnung. Aber ja. Ich hoffe,
Ich hat das kleine, diese kleine Sketchbook-Tour gefallen. Und wenn Sie möchten und mein Ego glücklich machen möchten, schreiben Sie liebend gern einen Kommentar und folgen Sie diesem komischen Channel. Und ansonsten auch gern meinen anderen komischen Social Medias, wo Sie unterwegs sind. Es würde mich freuen. Aber ansonsten danke ich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Ich schmeiß das Ding jetzt mal auf YouTube hoch und dann geht's morgen los zur Dokumi. Und ich habe sehr viel Respekt vor diesem Wochenende. Vielleicht sehen wir uns da. Ich würde mich freuen. Bye bye.